sind heute bei der Skills Week in St. Pölten und schauen uns genau an, worum es dabei geht. Wir tun probieren, wie man Florist spielt quasi. Also wie man die Blumen zusammenstecken kann, kann man alles ausprobieren. Probieren und sich selber halt so einen Blumenstrauß quasi machen. Ich habe mit der Oma oft im Garten herumgewerkt, gepflanzt und Sachen gepflegt und wollte es mal ausprobieren, wie es ist, wenn man Florist ist. Weil mich Blumen auch schon generell interessiert haben. Das ist die Holzwerkstatt und da kann sich jeder Schüler oder jeder, der interessiert ist, ein Brett nehmen und einen Stempel aufmachen bei dieser Station. Funktioniert folgendermaßen. 2 bis 3 Sekunden runterhalten, dann kriegt man also einen schönen Stempel drauf. Dann kann man sich hier eine Schablone aussuchen, das nachzeichnen und dann zur nächsten Station gehen und dann das mit dem Brandkolben reinbrennen. Wie lange dauert das, bis man das richtig gut kann? Schon eine Weile, würde ich sagen. Ich kann es nicht genau sagen, wie lang, aber es gibt immer wieder Kinder, die das ganz sauber machen und sehr schön hinbringen und dann andere, so wie ich, wo es ein bisschen schwieriger wird, wie Sie sehen. Warum ist Ihnen persönlich so wichtig, die Jugend und die Kinder zu fördern? Also persönlich ist es mir wichtig, weil ich selbst eine Lehre gemacht habe und gesehen habe, was die mit einem Lehrabschluss wirklich alles offen steht. Das ist mein persönlicher Zugang einmal dazu. Ich weiß es aber von sehr vielen Gesprächen, von sehr vielen Betriebsbesuchen, wie wichtig es ist, dass wir selbst unsere jungen Menschen ausbilden und ihn zu einer Lehre bringen. Erstens ist es notwendig, das Image der Lehre immer weiter zu heben und zu schauen, dass es wirklich endlich einmal diesen Wert in der Gesellschaft bekommt, was die Lehre verdient hat. Und es ist auch wichtig, als eines der vielen Rädchen, die es gibt, den Mitarbeitermangel, wo wir mittendrin sind und teilweise noch verstärken wird, entgegenzuwirken. Aber wir wissen auch gerade, dass junge Menschen teilweise Schwierigkeiten haben, die passende Aus- und Weiterbildung zu finden. Das Spektrum ist so groß, dass man sich da einmal erst durcharbeiten muss. Und daher bieten wir an, schon sehr frühzeitig, dass die Menschen, die jungen Menschen, ihre Talente, ihre Fähigkeiten erkennen und so die richtige Schulausbildung oder, was uns auch natürlich sehr, sehr wichtig ist, die richtige Lehre zu finden. Und daher haben wir ein neues Projekt mit dem passenden Namen Skills Up ins Leben gerufen. Es richtet sich an jene Unternehmer, die ihre Fähigkeiten ihrer Lehrlinge im Bereich Deutsch, Englisch, Mathematik, geometrisch zeichnen oder Kommunikation verbessern möchten. Skills Up trägt dazu bei, dass Lehrlinge in der Berufsschule leichter lernen und sich dabei dann besser auf ihre Talente in der Praxis konzentrieren können. Das Projekt können Lehrlinge das ganze Jahr über von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr besuchen. Pro Tag stehen 20 Plätze zur Verfügung und jeder Wochentag hat einen inhaltlichen Schwerpunkt. Diese Kurse sind so aufgebaut, dass man jederzeit einsteigen kann. Und es ist uns auch wichtig, dass die Lehrlinge, wurscht von wo sie sind, immer dabei sein können. Somit wird da diese Unterstützung im Digitalen, aber auch in Präsenz abgehalten. Umgesetzt wird dieses Projekt Skills Up von der Wirtschaftskammer Niederösterreich in Kooperation mit unserem WIFI Niederösterreich. Für die Kursteilnahme fällt für den Lehrbetrieb ein Kostenbetrag von 50 Euro pro Schultag an. Wir haben aber diese Lernhilfe so gestaltet, dass unsere Betriebe um die Förderung von Lehrlingen mit Lernschwierigkeiten des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft ansuchen können. Dabei steht pro Lehrling eine Fördersumme von bis zu 3.000 Euro über die gesamte Lehrzeit zur Verfügung. Und somit können sich unsere Betriebe über diese Förderungen ihre Kosten abdecken. Meine Damen und Herren, die Anmeldung zu Skills Up ist ab sofort möglich. Und
Es können auch jetzt schon die Erstgespräche vereinbart werden und der erste Kurstag ist mit 17. April geplant.